Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Fire Emblem Engage. Heute geht es endlich mal mit der Hauptstory weiter, und zwar mit Kapitel 15. Einmal auf Aufbrechen bitte, nicht auf Emblem, sondern auf Aufbrechen. Und zur Weltkarte. Bin gespannt, was heute auf uns zukommen wird. Wir haben aber auch noch ein Nebenkapitel. Das ist Kapitel 15. Und da oben ist Nebenkapitel. Dann machen wir jetzt Kapitel 15, dann Nebenkapitel, dann Nebenkapitel 16, dann Nebenkapitel. Ja, wir werden es schon irgendwie hinkriegen, ne? So, Kapitel 15. Nördliche Festung. Auf der Suche nach dem Ring der Weltveränderin begibt sich die Gruppe zur nördlichen Festung. Empfohlen Klasse Basis Level 19. Soul Spenden Level 3. Are coming together nicely. Just a bit more practice and I'll call it a day. And this spot, it's perfect for rehearsal. So quiet and empty. What is that? No good. I'm trapped here. Is it my fate to die like this? It's such a pity to be caught so unprepared. I'd have practiced combat as well as dance. Hurry! You must get to safety now! Who said that? Oh, thank goodness! You can hear what I'm saying, can't you? Follow the sound of my voice. You can hide in here! There's a door to your right! Now go! Hurry! I'm coming! Is the Northern Fortress that frightening? Yep. My ancestors designed it that way. Didn't want people to go poking around. The locals won't get near the place. They say ghosts wander the ruins. A haunted castle. Lately, some have heard a young woman's voice calling out from inside. Relax. That's just the local lore. Then why did you make it sound so real? Sorry, sorry. I shouldn't be talking. I've never even been there. Mom always told me to stay away so nobody would figure out the ring's location. Das macht Sinn. There it is now. The Northern Fortress. For an abandoned fortress, it's awfully noisy. Wait a sec. The Corrupted! They've gotten in! Let's go. We can't let them get the ring. Aber sowas von nicht. Göttlicher Segen, Emblemfähigkeit von Tiki, gibt einem Verbündeten einen Erweckungsstein. Oh no. Yeah, this place is swarming. Guess it is a little haunted, huh? Keine Kapiteleinblendung? Oder habe ich das übersehen? They have us well and truly surrounded. Again. Still. Safer inside than out in the open. Thank you, Ring. I was telling you to hide, not come looking for me. How could I stay away? A talking ring. You really set off those creatures as well. I take it you're a princess, trapped in this unusual form by a wicked curse. Let me help. Actually, I'm... No need to persuade me, Your Highness. I'm not one to doubt an unusual story. Oh, Spirit of the Cards. Cast your light upon the path before us. You're a fortune teller, hmm? What are your cards saying to you? Le Dragon. It means help may come from an unexpected source. I suppose we'll just have to hold off the beasts until it arrives. Hier sind die Hilfe. Kapitel 15, Tänzer in den Ruinen. Okay,
Einheiten. Tatsächlich bin ich damit sehr zufrieden. Ja doch, ich bin zufrieden mit der. Ja doch. So, dann einmal speichern. Machen wir einmal hier. So, und dann würde ich mal sagen, direkt auf ins Gefecht. That guy's not here to steal the ring. I think he's trying to protect it. He's clearly no friend of the corrupted. Let's give him a hand. It looks like he could use one. Definitiv. Beschütze Sidel und verhilf ihm zur Flucht. Sidel entkommt, Niederlage soll oder Sidel wird besiegt. Den kann ich nicht steuern, okay. Okay, dann würde ich mal sagen. Kagetsu, du gehst hier hin. Diamant, du gehst hier hin. Doch, warten wir hier. So, ihr rückt alle mal auf. So. Das mache ich jetzt extra. Schwesterstärkung, so, ne? No mistakes. Whatever you say. Whatever you say. Yes. Bin mal gespannt. Ich glaube, der kriegt das ganz gut alleine hin. Die schlagen die Mauer ein. Okay, nur 36%. Ich hätte gelacht, wenn er getroffen hätte. Oh, komm schon, Diamant, das kriegst du hin. Wow. Hier müssen wir Zoll eigentlich bis hier nach oben gehen. So. Wenn man sagt, Kagetsu, du kannst den hier platt machen. Netter Crit, aber eigentlich eher unnötig. Du kannst den hier wegmachen. Ja, we remember this. So, und dann kannst du einmal angreifen mit Elfenlicht. Level up. Das ist doch schön. Wen kann ich denn noch bewegen? Ach, mit Alfred. Ah, kann ich den da wegmachen? Ja, kann ich. This is what I trained for. Ich
Okay, so langsam wird's knapp. Oh gut, der heilt sich, das ist gut. For Illusia. I had to stop you. Durchsprechen mit dem Meisterbogen. Nein, du wartest schon hier. Andererseits hätte ich doch durchbrechen können. Hm. So, dann einmal reden. You there? Are you hurt? Who are you? Don't worry, I'm not your enemy. I'm the Divine Dragon. The Divine Dragon, you say? What do you know? My card spoke true. Unexpected source indeed. Thank you. I am Seedol, a traveling dancer. I was out there rehearsing, and those creatures appeared. A talking ring called me to safety. A talking ring, hmm? Yes. I believe it's a young princess who fell victim to some sort of curse. Isn't that awful? Not a curse, exactly. You know her story, then? Tell me, who is this mysterious ring woman? Hand it to me, and we'll find out together. All right. Bear your fangs, emblem of fates! Oh, no. Nach Corin. I'll fight with all I have. Thank you for finding mich war nahe dran. I'll help ensure the path you decide to walk is the right one. Thank you, Emblem Corin. I'm sorry I kept you waiting for so long. An emblem? Really? One of the godlike figures of legend. Seedol, would you fight by Corin's side? We could use your help getting out of here. It would be my pleasure. This world. Wonders upon wonders. Seedol hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Huh? Did those doors just... We won't be able to escape the way we came in. Let's try that path over there. Machen wir. Divine One, as a dancer, I can raise your ally's spirits with my graceful movements. Please, call upon my abilities as you see fit. Tanzen. Tänzer können den Befehl Tanzen einsetzen, wenn sie neben einer Einheit stehen, die in diesem Zug bereits eine Aktion ausgeführt hat. Tanzt der Tänzer vor einem Verbündeten, kann dieser sich im selben Zug erneut bewegen und eine weitere Aktion ausführen. Oh, das ist praktisch. Warte mal kurz. So, wir müssen ja nicht alle Gegner auf einmal. Okay, wisst ihr was? Mal direkt mal ausprobieren, ne? I was in such a rush earlier. I didn't notice the miasma all over the place. Nicht schon wieder Miasma. The creatures must have brought it with them. Certainly wasn't here before. Use my power to dispel the miasma and open a path for your allies. Emblem Corin kann Gegnerbewegungen einschränken und Gelände erschaffen, um so das Kampfgeschehen zu steuern. Die Synchrofähigkeit Drachenader fügt dem Gelände je nach Bündnispartner Typeffekte hinzu und tickt Flamme und Miasma. Die Bündniswaffe Doppelkatana ist anders als die meisten Schwerter, stark gegen Lanzen und schwach gegen Äxte.
Die Bündnisfähigkeit Furchtbare Aura hindert ein Ziel und dessen Nachbarn für einen Zug an Bewegung, wenn die Einheit den Kampf initiiert. Der Bündnisangriff Reißende Gebrüll trifft Gegner bis 3 Felder in Blickrichtung, tickt Miasma und Flammen vom Gelände und flutet es. Oh, eigentlich brauchen wir das jetzt nicht wirklich. Tanzen. So, Gagetsu, du kannst regeln. So, wir gehen so langsam hinterher. Das machen wir erstmal nochmal. Verteidigung und Resistenz minus 20. Gegner plus 20. Nee, ist klar. So. Okay, dann bin ich mal gespannt. Komm schon, Gagetsu, du regelst. Komm schon, nochmal. Naja. So. Hat überhaupt keinen Schaden. Lass mich erstmal. Komm, mach mal einen Bündnis. Ein paar bisschen blöd, ne? Gut, ich muss mich erst mit dem Charakter mich zurechtfinden. Die haben eine sehr gute Verteidigung, das muss man schon sagen. Protektion. Den habe ich denn noch nicht bewegt. Ich beide. Ihr könnt auch nicht wirklich viel machen. Nett. Angriff. Na komm schon, Schnitter regelt. Sag ich ja. So, und dann Dance for me. Nice so.
Level up. Und mit dem Meisterbogen, Stahlbogen kann ich den besiegen. Okay. So, kann ich... Ich kann dich nicht wirklich besiegen, ne? Feuer macht überhaupt keinen Schaden. Boah, weil du auf Miasma stehst, deswegen. Du fliegst mal bitte hier hin. So, und du reitest bis hier hin. Kuschel. Habe ich den noch nicht bewegt? So. Kann mir ja kaum was passieren. Kann ich vielleicht von hier aus heilen? Kann ich. Thank the stars for you. Oh, guck mal, du kannst den besiegen mit dem Stahlbogen. Hurry. I had no choice but to win. Level up. Sprechen mit $11. Okay, dann. Mal die alle markieren. Da kommen einige auf uns zu. Schön alle einmal aufrücken. Mehr oder weniger. Das wird wehtun. Oder auch nicht. Natürlich, bei 26% trifft es Sinn. Macht Sinn. So, mach mal erstmal die hier weg. Der wird mich treffen. Hiermit triffst du mich aber nicht. You put up a good fight. So, der Divine Dragon. Komm, nimm mal die Meisterlanze. Huh?
Nein, ich hatte den Feilchen genommen. Ach, Mist. Okay, Elfenflut regelt. So. Kriegen wir alles hin. Einfach um zu leveln. Muss eigentlich gar kein Zopf geben? Ja. Wie weit kommst du denn? Nicht besonders weit. Bis dahin, also gehst du mal bitte aufs Miasma-Feld. Du kannst mal für ihn tanzen. Wunderschön. Und du kannst mal bitte... schon mal alle locken. So. Dann warten wir doch mal hier schön. Und dann schön aufrücken. We could have been friends. Ui. Leg dich nie mit Kagetsu an. So, du kannst den wegmachen. Here we go. Remember this. Remember this. Du kommst nicht bis dahin. Das ist aber schon in Ordnung. Mach mal hier mal einen Bruch. Allow me. Du kommst bis dorthin. Okay. I won't falter. Dream well. Das sollte helfen, definitiv. Level Up sind immer schön. Okay, da unten sind noch Truhen. Okay, und weiter geht's. Komm, einmal Progative einsetzen. I wanna pick me up.
kommen sehr gut hinterher mit unseren Einheiten. So, Dancer, wie weit kommst du denn? Bis hierhin, okay. Dann schauen wir mal. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Und mit Kagetsu kriege ich das hier. Ich sage, Kagetsu ist meine beste Einheit. So, du kommst zu Verstärkungen mit. Na, dann rücken wir mal alle auf. Einfach nur Schaden. Wir haben es bald geschafft. So, einmal die Truhe bitte. Energietropfen. So, dann einmal bitte. Gehst bitte dahin. Wunderschön. Du machst keinen Schaden, du machst etwas Schaden. Und ein Level-Up für Celine. Nice. Nicely done. Warte mal hier einfach mal. Und wir kriegen voll einen auf die Latz.
Doppelbruch. So, dann bitte mal. Our foes are strong. Mal angreifen. Mit Vibration. Weich aus. I had to stop you. Level up. Dann einmal Stab und Lege. Thank you. Wenn man auf Miasma ist, ne? Das ist blöd. Und wieder ein Level up. I will not forget your loss. I will not forget your loss. So, Kagetsu, du kannst auch so langsam wieder zu uns kommen. So, dann tasten wir noch mal. Guck mal hier, schon mal die Tür. Aufbrechen. Na komm, mach mal den schon mal etwas Schaden. Na gut, macht Schaden. Angreifen. My turn. 16 Schaden, nett. Kagetsu, du kannst so langsam dazukommen. I won't miss a step. So, dann kannst du mal für Kagetsu tanzen. Ha, my good friend. Dann kommst du auch mal mehr ins Geschehen rein. Here goes. So, so langsam. Wortrechen. Du kannst den gerne platt machen. I'll apologize later. Aber Chris ist so gut. So, und dann warten wir hier schön. So, dann kannst du schon mal den hier wegmachen. Unforgivable.
Ja, dieser Quatsch ist ein bisschen unnötig, ne? Oh je, der hat einen Bogen. Erstmal weg mit dir. Eins bis zum Level. Rettet mehr. So, angreifen. Oh, der hat ein extra Leben. Der macht Damage. Der macht Damage, du. So, dann warten wir hier mal. So. Na, du kannst schon erwarten. Ah, gut. Dim, dim. Oh, wir haben das Kapitel ja gleich geschafft. Jetzt hättest du ruhig einen Crit machen können. So, warten. Sega kommt leider nicht bis dahin. Muss immer noch so viel Schaden? Yep. Dann haben wir uns die Truhe halt eben in der nächsten Runde. Wunderschön. So, und jetzt bisschen aufbrechen. Ja, vielleicht etwas Schaden machen. Oh, 9 Schaden, wie süß. Aber dafür Bruch. So, Ivy, da kannst du jetzt mal schön die Truhe holen. Talisman erhalten. Erhöht Resistenz dauerhaft um 2, das ist doch nett. So, dann kannst du jetzt auch schön den Rest machen. Sehr schön, ich fühle, wie meine Muskeln vor Freude weinen. Okay, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber von mir aus. Und schaffen wir es direkt hier? Ja. Eigentlich kann ich doch die Runde beenden, oder nicht?
So. Our paths diverge for a moment. Divine One, Emblem Corrin. Thank you. Dann bleibt auch bei uns im Team. Bleibt doch bei uns im Team. All right, we're safe. Hang on, someone's at the entrance. Don't tell me. More of the corrupted? Is everyone okay? I saw all those monsters coming in and got worried. Vale? Oh my! We meet again. Did you defeat the monsters? Yes, we did. Every last one. I'm glad. How have you been? I was surprised to see you out in that blizzard. I hope you found the cathedral. Whatever game you're playing, stop it. Huh? Are you mad about something? Don't act like you forgot. I can see through your lies now. Lies? What do you mean? I promise you, I'm not... Not a step closer! You stay where you are, Fel Princess. How did you know? Just looking at you, I feel again the shame of losing father. You took my country from me. My father. What more do you want? The people you killed. They had families. But you don't care, do you? All that pain? You don't even give it a second thought. Wait a moment. I killed people? Who? Drop the act. You know what you did. How dare you show your face here? You murdered my mother and stole the rings. I didn't. Please believe me. Believe you? Like I believed we were friends? I won't make that mistake again. We've got to do something. Let her go. It's probably a trap. Ah, you're right. Divine One? Are you all right? I'm fine. But the next time I see Vale, I swear. Sie hat aber keine roten Augen. No. Wie man das ja auch unter den Banden der Bluthunde steht. So, reden wir erstmal mit den Leuten hier. Ein seltsames, etwas Seltsames geht mit ihr vor. Wir bleiben erstmal hier, bis sich eure Nerven wieder beruhigt haben. Thank you. Danke, dass ihr mein Leben gerettet habt, Göttlicher. Aber was war denn mit diesem eigenartigen Mädchen gerade? Ja. Ich kann nicht aufhören, daran zu denken, was alles passiert ist. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Ich mache mir um die Gemüterverfassung meines Bruders Sorgen. Er kann seine Gefühle nicht weiter so unterdrücken wie im Moment. Das Mädchen ist also die Tochter des Dämonendrachen? Göttlicher, ihr alle, bitte seid besonders vorsichtig. Stallbarren. Muss noch mehr Tiere retten, bevor Vale hier irgendwas macht. Immerhin habe ich keinen Platz mehr. Irgendwann habe ich keinen Platz mehr. Hier hinten ist auch noch. Hallöchen. Ja, mit Plus kann ich diese Quest sogar überspringen. Aber das mache ich sogar. Aufgenommen. Es tut mir leid, Vater. Ich war mir sicher, wir könnten einen Weg finden. Ich frage mich, warum sie hier ist, aber wenn sie nicht hier ist, um mich zu holen, sollte das wohl egal sein. Lass ich das eine Item da Item sein? Ja, lass ich Item sein.
So, dann zurück nach Somniel. Oh, 52 Minuten. Halleluja. Rings? Why would I do that? I don't understand. Lady Vale, I finally caught up with you. Oh, Chris, it's you. You're a hard girl to find. Why'd you disappear? Had me all freaked out. Papa told you to drag me back home, right? Told me to... Huh? Oh, I see what's going on here. You're the other one. I'm not going back. No matter what you say, Papa will just make me do something cruel. When he awoke, I thought we could finally spend time together. But no, always telling me to kill the Divine Dragon or attack so-and-so's castle. Well, I don't want to. I'm not an evil person. Despite what all those people said, even the Divine Dragon was angry with me. And I thought we were friends. The Divine Dragon said you were friends. Wait, you met the Divine Dragon? Mm-hmm. Oh, that's... complicated. Look, whatever those people told you, it's not true. They were imagining things. You think so? Of course. How could you have done something bad and then forgotten it? Right. Right. I couldn't have. If only I'd said that before... Maybe there wouldn't be this awful misunderstanding. You want to try and speak with him again? Set things straight? I do. But... weren't you going to bring me back? If this is what you want, I'll help out. Nothing if not loyal, that's me. All right. Thank you, Chris. It seems I misjudged you. It's settled then. Let's head to Firinay. Firinay? Why there? Because that's where the Divine Dragon is going. How do you know that? Come on, we're on a schedule here. Gotta head for the port and set sail. Do you want to patch things up or don't you? I do. I do, you're right. No time to waste. This ought to be real interesting. Der Wahrsager hat jetzt offen. Läuft. So, haben wir Unterstützungsgespräche. Oh ja, sehr viele sogar. Sehr viele sogar. Ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge, aber wir haben nämlich 55 Minuten. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Fire Emblem Engage. Bis dahin. Tüdelü.